Im Februar wurde ein neues Best-of-Album für den Anime angekündigt, welches am 25. März erschien. The Best of Detective Conan 6 heißt es und beinhaltet auf zwei CDs einmal Opening 39 bis 51 und Opening 48 bis 61, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dann die aktuellsten Openings und Endings waren und einfach mal als große Compilation alle der letzten Jahre zusammengefasst. Falls man sich dann als Detective Conan-Fan dauerhaft von diesen Songs berieseln lassen möchte, hatte man hier jetzt die Gelegenheit dazu, immer wieder schön sowas zu sehen. Viel Mai Kuraki dabei, wer hätte es gedacht? Apropos Openings und Endings, wir hatten im Januar tatsächlich, das war noch News vom letztes Jahr, weil die da erst angekündigt wurden, neue Openings und Endings. Und die sind das meiste im Jahr über geblieben tatsächlich. Im Juli, also nach 6 Monaten, kam die News, dass ein neues Ending kommen wird, nämlich Hoshi Ai von der Band All at Once, welches dann am 1. September, 1. August gestartet ist. Und dann im September wurde angekündigt, dass es auch ein neues Opening geben wird, Opening 52, Just Believe You, auch von der Band All at Once, die relativ neu sind, welches dann wiederum am 3. Oktober gestartet ist. Und diese beiden Lieder begleiten uns jetzt auch seitdem bis Jahresende. Und damit sind wir insgesamt anime-technisch auf einem Vorjahresniveau, was die Openings und Endings angeht. Zwei neue Lieder pro, also zwei neue Openings, zwei neue Endings jeweils. Und von der Qualität der Songs her haben unsere Fans auch eine relativ eindeutige Meinung. Wir haben gefragt, was ist dein Lieblingsmusikstück aus 2020? Und da mit 42% haben die meisten Leute für Opening 51 gestimmt, Makana Lip, was am 4. Januar ganz zu Jahresbeginn gestartet ist. Mit einem deutlichen Abstand, danach kommt erst Just Believe You mit 26%, finden unsere Fans Makana Lip am besten dieses Jahr. Und da würde ich tatsächlich unseren Lesern zustimmen. Ich fand das Opening insgesamt doch am besten dieses Jahr. Ja, würde ich auch mitgehen. Hat mir gut gefallen. Hatte einen tollen Rhythmus drinne. Heißt nicht, dass. Also, ich muss sagen, ich finde auch Just Believe You nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ist so ein bisschen natürlich dann immer Geschmackssache, was man mehr mag. Und bei mir wird es jetzt auch tendenziell eher Richtung dem Opening 51 gehen. So. Von daher, ja, weiß ich nicht. Bin auch mit Just Believe You wirklich zufrieden. Dann hatten wir im Oktober noch eine traurige Nachricht, denn Kusei Tomita, der japanische Sprecher von Jiroshi Suzuki, ist verstorben im Alter von 84 Jahren an Folgen eines Schlaganfalls. Er hatte seit 2015 die Rolle inne, nachdem 2014 der frühere Sprecher von Jirokichi Ichiro-Nagai bereits verstorben ist und hatte damit die Rolle des Jirokichi von Folge 746 bis 984, die tatsächlich erst nach seinem Tod ausgestrahlt wurde. Posthum quasi Veröffentlichung hatte er die Rolle des Jirokichi in der Detective Conan Serie inne, hatte auch ihn in einem Film gesprochen und seit 40 Jahren war er im Synchronbereich tätig, hat in Doraemon, dem titelgebenden Charakter Doraemon, einer legendären japanischen Kinderfernsehfigur, seine Stimme geliehen und ganz viele andere Charaktere synchronisiert in Japan, viel zu viele, um sie jetzt hier an dieser Stelle aufzuzählen. Und natürlich, es ist ein sehr trauriger Verlust. Es ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit der Synchronsprecher von Kenzo Nakamori verstorben. Und das heißt, da im Bereich, die beiden waren ja auch immer ein Duo, immer öfters. Und jetzt ist auch Kusei Tomita dann verstorben. Und er wird wahrscheinlich auch dann irgendwann neu besetzt werden. Das heißt, Jirokichi wird seine dritte Stimme bekommen. Und an dieser Stelle bleibt nur zu sagen, Ruhe in Frieden.